Es ist Ende November 2017, irgendwo in Hamburg. 13 Volontäre aus den hintersten Ecken Deutschlands wollen hier ganz große Fernsehluft schnuppern. Zu Beginn zeigen sich die jungen Journalisten hochmotiviert. Als ich am ersten Tag in diesen Kurs kam, dachte ich, 4 Wochen mit den Leuten. Meine Erwartungen waren wirklich unter dem Nullpunkt. Ich habe irgendwie gedacht, das wären hübschere Menschen im Kurs. Die ganzen Teilnehmer bei Facebook nachgeschaut. Leider wurde das nicht bestätigt. Dass aber auch immer gerade die Hässlichen ins Fernsehen müssen. Und einige scheinen auch zum allerersten Mal eine Kamera in der Hand zu halten. Wenig hilfreich sind dabei die Dozenten. Statt den Technik-Nulpen unter die verschwitzten Arme zu greifen, drängen sie sich lieber selbst ins Rampenlicht. So sad. Immerhin beim Mobile Reporting lernt man was Spannendes. Das Filmen mit der Handykamera wird bestimmt nochmal nützlich sein. Zum Beispiel beim Einsatz in Krisengebieten. Furchtlos stürzt sich der deutsche Pressenachwuchs ins Hamburger Nachtleben und infiltriert sogar feindliche Redaktionen. Für eine gute Story ist sich hier niemand zu schade. Bei ihren investigativen Recherchen schrecken sie auch vor Kontakt mit Fremden nicht zurück. Journalisten eben. Sendung? Ach ja! Mittlerweile sind die 4 Wochen Volo-Kurs fast um. Und die Abschlussfernsehsendung wird akribisch geplant mit Grimme-Preis-verdächtigen Themen. Unsere Abschlusssendung wird großartig. Ich meine, also wir haben Hack als Thema. Schnell sind ein paar Beiträge gedreht. Es geht um Hack, um Geisterjäger und Goldschmiede. Und wenn ihr das hier jetzt gerade sehen könnt, dann hat das mit der Sendung ja am Ende scheinbar doch noch funktioniert.